Artig für den Hubschrauber hier ausführen kann. Achten Sie jetzt, jetzt steigt er steil nach oben, macht den Überschlag nach vorne, also unglaubliche Figuren. Hier musst du noch herausfinden, wo ist oben, wo ist unten. Heute mittelsichtige Sicht, damit sterben die Piloten, aber aufgrund des hohen Zuschauerstromes bereits bei der RPA 19 findet ihr die Orientierung. Gott sei Dank, das ist sehr leicht. Blecki schwarz und die Überschläge hier. Aber Blecki Schwarz, habe ich soeben festgestellt, hat es gemütlich heute angegangen. Er ist mit dem Seitenwohl geflogen, denn hier fliegt der Rainer Wilke. Mit 66 Jahren fängt das Leben an und auch der Kunstflug in seiner 405. Wir haben auch Figuren, die normalerweise nur mit Flächenflugzeuge durchgeführt werden können. Die haben gewechselt. Die haben gewechselt, ja, kurzfristig, ja. Und der Rainer Wilke, dem blüht das Herz jetzt so richtig auf, wenn er das machen kann, was er am liebsten macht. Wurzelfreunde mit seiner Bohrhutung. Als erster Hubschrauber weltweit besaß die Bohrhutung den Hauptrotor mit einem Starnrotor Kopf, ohne Schlag- und Schwenkgelenke, wie es normalerweise üblich ist. Dadurch ist sie auch kunstflugtauglich. Wie das erste Hubschrauber, der in der Lage war, einen Hubschrauber zu fliegen, auf den werden wir heute noch sehen. Die Flying Bullst besitzt noch zwei weitere. 105, also eine, die sie hatten oder haben, lief 1974 vom Bahnflug zunächst bei der Polizei in Baden-Württemberg und nach Zwischenstationen als Hubschrauber für Funkdreharbeiten seit 2005 bei Red Bull. Entwickelt bei den Völker und Blom Messerschmitt Werken in den 70er Jahren, zum Wahnsinn, Flugzeug als Militärhubschrauber zu haben.